Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu 3 Tage, 3 Nächte, die Kartenlegung, die uns so übers Wochenende trägt, die natürlich zeitlich genauso unbegrenzt ist wie all meine anderen Legungen und natürlich eine weitaus größere Tragweite haben kann als 3 Tage, 3 Nächte. Als Zuschauer kann es sein, dass du sagst, ich stecke in dieser Energie bereits seit geraumer Zeit mittendrin. Du kannst auch für dich feststellen, ich habe das schon hinter mir gelassen. Auf andere wiederum kommt diese Energie zu. Es ist so eine Art Vorschau oder Vorankündigung. Energie ist wie Zeit relativ. Die Energie kann sich jedoch auch ständig verändern. Indem wir uns verändern, verändert sich auch wieder die Energie. Das kann auch sein, dass du eben noch mit dieser Legung in Resonanz bist. Du triffst eine Entscheidung auf deinem Weg und wechselst das Gewässer, ne, und schwimmst auf einmal an einem ganz anderen Teich. Und dann ist eben auch eine solche Legung, die eben noch stimmig war, für dich abgehakt, weil ganz einfach du dich quasi im Kurs korrigiert hast. Ne? Und lasst es einfach auf euch zukommen. Ich schicke euch jetzt ein Schiffchen. Ich bin die, die die Schiffchen losschickt, aus der Quelle heraus. Und jeder, der zuschaut, sitzt am Fluss des Lebens an einem anderen Punkt am Ufer. Jeder schaut auch aus seiner individuellen anderen Perspektive. Der eine sagt, dem Schiffchen winke ich schon hinterher. Der andere sieht es auf sich zukommen. Bei wieder anderen hat sich's in der Bucht verfangen. Ne, manchmal können ja auch Blockaden da sein. Das ist bei jedem unterschiedlich. Dann, wenn es blockiert ist, darf man sein Schiffchen aus dem Verfängnis sozusagen von Geäst und Treibholz vielleicht herausfischen und wieder weiterfließen lassen. Das ist immer, glaube ich, ein ganz gutes Sinnbild, vor allen Dingen für die, die meine Videos noch nicht kennen, dass sie sich vorstellen können, wie das hier so bei uns funktioniert. Ne? Also hier ist alles offen und frei. Und und in dieser Kartenlegung bist du als Zuschauer die Dame. Ne? Das ist auch immer so, der Zuschauer ist die Dame, auch wenn männlich und wenn eine männliche Energie fällt, das sind in den Lenny-Karten, zum Beispiel der Herr oder auch in den Erat Aliquando-Karten, das ist auch die Dame und der Herr. In den Tarot-Karten sind es Könige und Königinnen oder Herrscherinnen und Herrscher. Wenn männliche Energien fallen, stehen die für das Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich. Ne? So, dass wir hier einfach eine klare Kante haben in unseren Legungen. Und natürlich, wenn du empfindest, es ist genau andersrum, nimm es bitte für dich so an. Jo. Ansonsten starten wir jetzt mit dem Gilded Reverie Lenormand bei Ciro Marchetti. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Und ihr findet immer Links zu den Decks in der Infobox. Ich habe da alles so genau wie möglich verlinkt. Das ist ja auch eine Ehrensache. Also alle meine Decks sind im Handel erhältlich. Und wenn dir ein Deck gefällt, kannst du in der Infobox weitere Informationen finden. Minimumstens 5 hätten wir gern. Ne? 3 haben wir schon. Es ist im Übrigen wieder die Brücke gefallen. Die ist ja im Moment sehr präsent. Oha, schöne Karten bisher. Ist ja ein Ding. Die mischen wir aber jetzt erstmal noch. Okay. Wir beginnen im Irdischen, ne? Und dann erhöhen wir die Schwingungen in unserer Legung. Es geht los mit den Lenny-Karten, mit dem Ring, dem Hund, der Brücke im Herz der Reihe, den Vögeln und dem Sarg. Ich sehe auf einen Blick Folgendes. Hier ist eine Verbindung beendet, vorne und hinten. Augenscheinlich ist eine Verbindung beendet oder in einem gravierenden Transformationsprozess. Man muss halt auch immer dazu sagen, der Sarg kann auch immer ein Ende anzeigen. Das ist so. Ne? Manchmal sagt er auch, aus dem Maus. Jedoch wissen wir ja, dass es immer weitergeht. Ne? Und dass in jedem Ende ein neuer Anfang schlummert. Ne? Also es kann hier auch um einen Transformationsprozess in einer Verbindung gehen. Kann aber tatsächlich hier auch ein Ende anzeigen, dass du sagst, ja, es gibt eine Verbindung in meinem Leben, die ist im Moment beendet. Aus die Maus. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. Es kann hier um eine Freundschaft gehen mit dem Hund. Es kann hier aber auch um einen Menschen gehen, ja, der für dich mehr ist als ein Freund. Das kann jemand sein, dem du treu und loyal verbunden bist. Der Hund steht für Treue und Loyalität, auch so ein bisschen hier für die Verspieltheit. Der fordert dich auch auf, mit ihm zu gehen. Na, also der schleppt hier die Hundeleine an
und möchte vielleicht, dass du an seiner Seite gehst oder ihn begleitest. Ne? Wobei ja dann so ein Halsband auch immer sowas, naja, das hat sowas, ja, jemanden an die Leine legen. Ne? Also seht es einfach übergeordnet mehr so als das Verspielte. Hier hinten liegt ja auch ein Bällchen. Ne? Also guter Freund oder wichtiger Mensch. Es kann hier sein, dass hier jemand den Kontakt zu dir sucht. Es kann auch sein, dass dieser Mensch im Moment Kummer und Sorgen hat. Kann sein, dass dir vielleicht auch ein guter Freund sein Leid klagt. Und zwar jemand, mit dem du vielleicht länger keinen Kontakt hattest oder jemand, mit dem die Beziehung eigentlich beendet ist, dass der sich wieder meldet. Und dass hier ein neuer Weg gesucht wird. Also das hat hier schon so die Energie von etwas wird geheilt, weil die Brücke, die überbrückt auch eine Kluft, eine Schlucht. Und vielleicht ist es so, dass zwischen dir und diesem Menschen so eine unüberwindbare Schlucht ist. Das sind weltliche Themen, die einfach zwischen euch stehen und euch trennen voneinander. Das könnte dann hier auch die Trennung bezeichnen, das Ende der Beziehung. Ne? Und dass hier aber jemand wieder auf dich zukommt und dass im Herzen der Reihe eben die Brücke liegt, die eben hilft, diese Trennung zu überwinden. Ne? Also er muss jetzt für dich erstmal klarkommen, wer ist das für dich? Moment, hier ist er, der Hund, wer ist das für dich? Lass es offen, ne? Weil ich weiß, viele von euch schauen auf die Liebe. Die sehen vielleicht in dem Hund den Seelenpartner. Das ist natürlich auch eine Bedeutung dieser Karte. Der Hund kann für den Seelenpartner stehen, für die Seelentreue, weil eben auch der Hund eine treue Seele ist. Ne? Die Treue ist allerdings übergeordnet zu sehen. Ne? Wenn du jetzt rein weltlich schaust und sagst, der alte Schlot ist mir alles andere als treu, ne? Weil der vergoldet hier inzwischen Person XY die Matratze, das ist damit nicht gemeint, ne? Sondern diese übergeordnete Treue, die Verbundenheit, die eben durch den Hund dargestellt wird. Die übergeordnete Treue, einander treu sein auf höherer Ebene. Ne? Also das kann hier wirklich ein Seelenpartner sein oder deine Seelenliebe, Dualseele, wie auch immer du das bezeichnest, auch dein Wunschpartner. Das sind, ihr wisst ja, die mich kennen, für mich sind das sowieso alles nur Worte. Das ist der Versuch, etwas in Worte zu fassen. Der eine sagt, Dualseele, da gehe ich voll mit. Der andere sagt, nein, es ist die Zwillingsflamme oder wie auch immer. Für mich sind es alles nur Worte. Wenn eine Verbundenheit der Seelen spürbar ist, dann bezeichnet das für mich eine Seelenliebe. Ne? Die Seelenpartnerschaft ist für mich eher so das Irdische. Wir haben ganz viele Seelenpartner. Ne? Auch gute Freunde sind Seelenpartner. Mit denen ist man so. Es sind immer die gleichen Seelen, die sich in den verschiedenen Inkarnationen begegnen und in verschiedene Rollen schlüpfen, so nehme ich es wahr, möchte aber dich in deiner Wahrnehmung lassen. Wie nimmst du das denn wahr? Wer ist der Hund für dich in dem Fall? Eine Seelenliebe ist für mich was ganz Freies. Ne? Eine Seelenliebe kann ich auch mit jemandem haben, mit dem ich im Weltlichen überhaupt keinen Kontakt habe, wo es nicht um eine Partnerschaft geht, um eine irdische Verbindung. Das kann also auch eine Liebe auf höherer Ebene anzeigen. Ne? Und es kann auch, wie gesagt, der gute Freund sein, von dem du lange nichts gehört hast, wo einfach ja, eine Verbindung beendet war. Das ist ja so. Es gibt Menschen, die begleiten dich ein Stückchen in deinem Leben. Ne? Man sitzt gemeinsam im Zug und die Landschaft rauscht an einem vorbei und man hat sich für diese Reise, für die Dauer der Reise viel zu sagen und dann kommt irgendwann so eine Station, wo einer aussteigt. Das ist was völlig Normales und Menschliches auch, dass wir uns ein Stück begleiten. Ne, und dann ist hier vielleicht ein guter Freund ausgestiegen. So, und deine Reise geht weiter und ein paar Stationen weiter steigt er aber wieder zu, ne, und begegnet dir hier wieder. Vielleicht gab es auch einen Grund, weltlich gesehen, warum er ausgestiegen ist. Es gab hier Gründe, die euch voneinander getrennt haben. Das kann auch einfach nur sein, dass man halt jeder so in seinem eigenen Prozess war und man hatte sich einfach im Moment nicht viel zu sagen. Aber jetzt wird hier wieder eine Brücke geschlagen. Ne? Also das ist schon so die Energie der Wiederkehr und kann natürlich auch auf die Liebe umgelegt werden. Dieser Hund, ne, wer auch immer das für dich ist, Seelenpartner, Seelenverwandter, Seelenbruder, Seelenschwester, Seelenliebe, Dualseele, Wunschpartner oder einfach nur guter Freund, kontaktier dich hier. Es kann sein, dass ihr telefoniert, kann auch eine Sprachnachricht sein, die Vögelchen zwitschern. Es kann auch sein, dass dieser Mensch Sorgen hat,
die er dir mitteilt. Er hat vielleicht mit dir etwas zu besprechen, hat ein Anliegen und möchte ganz einfach mit dir in Kontakt treten und überbrückt hier, ne, geht hier über die Brücke. Ja, jemand kommt wieder, eine Beziehung geht weiter, die sich vielleicht auch transformiert hat. Lassen wir es erstmal so stehen. Das kann schon für viele einfach so eine Grundaussage, eine Grundenergie sein. Gilt zu klären, wer ist der Hund. So. Und manchmal ist jemand ganz anderes der Hund, als man sich gedacht hat. Ne? Also lass die Energie frei. Wir schauen tiefer mit Erat Aliquando. Deine Geschichte bist du. Dieses Kartendeck ist von mir selbst. Und wenn es dir gefällt und dich anlächelt, dann findest du den Link zu dem Shop, in dem du es erhalten kannst, in der Infobox. Auch relativ weit oben, weil es mein eigenes Kartendeck ist. Ne? Muss man gleich finden können, sodass ihr es möglichst einfach habt. Und die ganzen gesammelten Links von all meinen Decks findet ihr weiter unten, ne? Der Ordnung halber. Ja, Erat Aliquando, da sind wir mal gespannt. Da würde ich auch gerne, ich hätte, wenn es geht, ihr da oben, ne? Hätte ich auch, ich sage immer ihr da oben, es sind ja die um uns rum, die sind ja nicht weit oben, sondern die sind ja, also die Energien und Ebenen, das läuft ja alles parallel. Also ihr da oben, damit sind eigentlich so die lichten Himmlischen gemeint. Ne? Der Himmel ist so das, was über uns ist. Aber ich meine natürlich die lichten Wesenheiten um uns rum, ne? Die uns führen und leiden und Liebe bekleiden. Gib mir doch mal am besten 5 Karten durch, sodass ich die miteinander kombinieren kann. Das wäre schön. So wäre es am einfachsten. Ne? Weil dann sehen wir noch gleich ein bisschen klarer. Oh, du bist gefallen. Du bist hier gefallen. Und ein Tisch, da gehörst du nicht hin. So. 4. 5. Sehr schön. Oh, hohe Karten. Passt auf. Oh, jetzt, die mische ich aber jetzt wieder. Ne? Die werden auch wieder gemischt. Also nur gute Karten. Ich muss dazu sagen, Erat Aliquando hat natürlich auch seine Schattenenergien. Jedoch ist heute der Kobold nicht dabei. Juhu! Den haben wir ja im Moment ziemlich an der Backe, aber nicht heute. So. So ist die Reihenfolge. Hier geht's los. Dann haben wir den Hirsch über dem Ring liegen. Ich zeige euch gleich die Verbindung. Wir haben dich über dem Hund liegen, was ich sehr spannend finde. Wir haben die Ordnung über der Brücke liegen. Wir haben die wahre Liebe über den Vögeln liegen. Das sind auch 2 Vögel, weil das Abendlied der wahren Liebe ist in meinem Deck die Nachtigall. Und wir haben das Glühwürmchen über dem Sarg liegen. Wir beginnen bei dir. So, du liegst über dem Hund. Ihr beide habt definitiv eine Verbindung, ne, weil ihr korrespondiert hier ineinander. Das bist du und die Person, die der Hund für dich ist. Und so wie es hier aussieht, weil hier liegt die wahre Liebe drin, also das muss ein Mensch sein, der dir grundsätzlich unglaublich viel bedeutet. Es kann hier wirklich deine große Liebe sein, deine Seelenliebe. Ne? Ich benutze jetzt einfach mal das Wort Seelenliebe, weil es für mich am hochschwingendsten ist. Ne? Vergleicht mal so die Worte. Seelenliebe. Ne? Fühl die Schwingung und dann anderes Wort. Seelenpartner. Schwingt ganz anders, viel irdischer. Oder Dualseele. Schwingt ganz anders. Ne? Schwingt ganz anders. Da schwingt für mich sowas. Bei Dualseele schwingen für mich starke Kräfte mit, die einen ganz schön striezen können. In Anführungsstrichen schwere. Ja? Bei Seelenliebe, da fühle ich Leichtigkeit, Licht und Freiheit. Deswegen benutze ich Seelenliebe als Wort. Und der Hund kann deine Seelenliebe sein. Oder du bist seine, schließlich liegst du über ihm. Ne? Und es kann hier wirklich sein, dass es um die Liebe geht, zumal die Liebe hier auch drin liegt. Du spiegelst da sogar rein in die Nachtigall, in das Abendlied der wahren Liebe. Und da haben wir hier eine liebevolle Kommunikation anstehen. Hier haben wir auch 2-mal die Vögel, ne, wenn man das so sieht. Wir haben die Vögel in den Lennigarten und das Müllers im Garten. Das ist eine Wuffbotschaft, passt schön zur Kommunikation. Wartet mal, ich lasse die mal kurz rein. Gell? Also ich habe es ist so schönes Wetter hier und die war so schön draußen. Jaijaijai. Brauche ich gerade einen Klappstuhl? Ach, jetzt einfach nur auf dein Plätzchen. Das ist fein. Das ist ein bisschen nass. Nee. Hat gut gemacht, gell? So. Gurkentrupp ist auch schon wach. Sonderapplaus. Ja, hier ist gute Laune, ne? Merkt ihr, mittendrin im Leben.
In meinem kleinen Zoo sitze ich hier. Also, genau, wir haben hier zweimal die Vögel, wir haben die Kommunikation. Also, es kann hier auch wirklich sein, dass hier einfach eine Kommunikation stattfindet. Also, wenn du dich zum Beispiel fragst, ob dieser Mensch noch Gefühle für dich hat, die sind da. Egal ob Seelen, also ob das jetzt hier um die Herzensliebe geht, Seelenliebe oder um eine freundschaftliche Liebe. Ne? Auch die Freundschaft entspringt auch der Liebe. Du bist hier jemandem wirklich sehr wichtig. Hier schleicht sich aber für mich das Gefühl ein von, ja, von der Herzensliebe. Ne? Also von Verliebtheit und so. Also mehr als Verliebtheit. Hier liegt die wahre Liebe. Und hier liegt so eine Kontaktaufnahme drin. Weil die Liebe ist da. Da du da reinspiegelst, könnte man auch sagen, aus dir spricht die Liebe. Also vor allen Dingen mit den Vögeln. Aus dir spricht die Liebe, die Vögel stehen für Kommunikation, aber da sich das verbindet, ja, spricht hier auch aus deinem Gegenüber die Liebe. Also wenn ihr euch unterhaltet, spricht aus euch die Liebe. Das ist eine schöne Energie. Das ist dann eine sehr tiefe, herzenswarme Kommunikation, die da stattfinden kann. Die Ordnung, die dich mit der Liebe verbindet. Moment. So, so müsst ihr euch das vorstellen. Liegt über der Brücke. Das heißt auch, dadurch, dass hier eben eine Trennung überwunden wird, ne, weil die Brücke überbrückt ja das, was getrennt ist. Die Trennung wird nochmal unterstrichen unter den Ring und den Sarg. Also hier wird eine Trennung überwunden, kommt hier wieder Ordnung in diese Liebe rein. Ne, also diese Liebe, von der wir hier reden, da war ganz einfach eine Unordnung da. Ein Chaos vielleicht auch. Ne. Etwas war nicht geklärt, aber das klärt sich jetzt. Weil hier jemand auf dich zukommt. Jemand überbrückt hier. Hier wird eine Kluft geheilt. Diese Kluft kann auch eine Wunde sein, das soll ich gerade sagen. Wenn du dich mit einem Messer in die Haut schneidest, dann klafft die Haut auseinander. Und wenn das Ganze dann genäht wird, wird es auch überbrückt. Dann kann es zusammenheilen. Also hier ist vielleicht auch ein Heilungsprozess in vollem Gange. Wir haben hier eine Wiederkehr mit dem Hirsch. Der Hirsch zeigt Präsenz. Entweder bist du für diesen Menschen hier sehr präsent. Das kann es natürlich in der Kombination bedeuten. Du liegst über dem Hund, er denkt an dich. Du bist präsent in seinen Gedanken. Und natürlich auch sehr, du bist eine Erscheinung für ihn. Ne? Also das ist schon, du bist schon sehr präsent in seinen Gedanken und eine Mordserscheinung, sagen wir es mal so. Du bist eine Mordserscheinung, du strahlst und leuchtest und der Hirsch spiegelt in das Glühwürmchen und das ist so der Moment, der einem geschenkt wird. Also es kann hier wirklich sein, dass spontan die Gelegenheit sich zu einem Treffen auftut. Und möchte auch daran erinnern, begrenzt diese Energie nicht auf die nächsten 3 Tage. Das kann eine Vorankündigung sein. Das ist vielleicht einfach eine Energie, die sich in den nächsten 3 Tagen auch irgendwo aufbaut und dann zu gegebener Zeit sich eröffnet. Das ist wie, als ob in den nächsten 3 Tagen sich was zusammenbraut und es wird eine Kugel geschaffen, eine goldene Kugel, wo diese Energie reingepackt wird. Und in 3 Tagen ist die vollendet und öffnet sich dann, wenn ihre Zeit ist. Also es ist immer alles möglich, wir sind unbegrenzt. Einfach fließen lassen. Und hier gibt es eine Wiederkehr, das zeigt auch ein Wiedersehen an. Das Glühwürmchen steht auch für den Sommer. Wir gehen in den Sommer rein. Und das Glühwürmchen steht auch für Umwerben. Ja, und es sagt aber auch, da wird sich ein Moment bieten, das Glühwürmchen leuchtet zu seiner Zeit. Und wenn man dann den Moment nicht nutzt, verglüht es. Ja, also es steht auch für das Verglühen. Das heißt, es wird stark präsent sein mit dem Hirsch. Du bist vielleicht auch hier stark präsent für diesen Menschen, der hier im Irdischen vielleicht auch Kummer und Sorgen hat und den Weg zu dir sucht oder die beendete Beziehung wieder überbrückt, ja, also das Ende beendet im Endeffekt. Du bist hier stark präsent und es kann auch sein, dass er einen bestimmten Moment nutzt, so ein Jetzt- oder Nie-Moment, wo er sich dann wagt, weil das liegt hier unten bei ihm, dich zu kontaktieren. Ja, kann sein, dass er dich anruft, kann einfach auch grundsätzlich für eine Kommunikation stehen, in die er geht. Oder eben er spricht ein Audio. Ne? Das ist in der heutigen Zeit ja auch möglich.
Ja, und dann haben wir das Glühwürmchen über dem Sarg liegen. Das heißt, es liegt drüber. Das ist, als ob ein Funke. Guckt mal, stellt euch das mal vor. Hier ist etwas im Irdischen vergangen gewesen. Es war vorbei. Und dann steigt so ein Funke auf. Das ist die Wiedergeburt. Das ist im Endeffekt eine Energie, die ins Licht geht, aber dann wieder werden kann. Also diese alte Hülle hier, das, was auch war oder was in der Vergangenheit war zwischen euch, spielt keine Rolle mehr. Das geht völlig neu in eine völlig neue Kraft. Und wir haben hier den Hirsch über dem Ring, die neue Präsenz und die Wiederkehr in einer Beziehung. Also hier stehen die ganzen Flaggen auf Wiederkehr. Ne? Ja. Also das ist eine ganz, ganz, also ich empfinde es auch als eine ganz friedliche Energie. Da schwingt ein ganz großer Frieden mit. Jetzt geht es aber weiter. Ne? Jetzt fragen wir die Krystal. Wir legen mit dem Crystal Visions Tarot bei Jennifer Galasso, wir fragen die Krystal, was sie uns dazu zu sagen hat. Mein Platz wird immer weniger. Ich hätte es aber gern hier noch so ein bisschen so liegen. Yes. Bin ich gerade gereinigt? Ich mache es lieber nochmal. Nassmüllerchen, hast du dich hier unterm Tisch geparkt? Wehe dem, du machst gleich einen großen Wuff-Alarm, wenn die Post kommt. Wisst ihr was? Ich beug mal vor. Ne? Weil ich habe eben schon eine Meldung aufs Handy bekommen. Ihr Paket erwartet Sie heute. Nee, Sie erwarten Ihr Paket. Ihr Paket kommt zwischen 9:04 Uhr und 10:04 Uhr. Tatsächlich haben wir gerade 10:41 Uhr. Und es ist noch nicht da. Seht ihr? Ich habe es geahnt. Hier, ich bin verbunden. Ich bin verbunden. Wenn die jetzt hier drin so gewufft hätte, hier, da wären so einigen, wäre jetzt hier, ne? Das ist ja dann schon auch manchmal also recht überraschend. Da ist immer dann so, wie die Meerschweinchen jetzt. Jetzt haben die den Schreck gekriegt. Hier, das hättet ihr jetzt sehen sollen. Ich wollte gerade sagen, so, ne? Und in dem Moment haben sie Schweinchen gemacht. Die haben gerade einen Schreck gekriegt. Also es erschreckt einen. So, jetzt aber. Ich hätte gerne drei Tarotkarten, die jetzt hier hat sich doch was umgedreht. Da muss man aufpassen wie ein Luchs. Meistens seht ihr das eher als ich. Aha. Die legen wir schon mal raus. Das ist nämlich die drei der Schwerter, die sich hier umgedreht hat. Ihr seht das meistens eher als ich, weil ich beim Mischen nicht auf die Karten gucke. Ne? Also ich gucke hier eigentlich die ganze Zeit euch an, also in die Kamera. Ich gucke euch die ganze Zeit an und gucke nicht auf die Karten und kriege demzufolge auch nicht mit, wenn sich der eine so lubingt. Ne? Wie heißt denn das? Lubingt? So heißt es natürlich nicht. Wenn sich das Blatt wendet, ne? Das ist auch immer ein schönes Zeichen. Ne? Wir legen es jetzt mal fest, wenn sich eine Karte beim Mischen dreht, wendet sich das Blatt. Das gilt ab heute. So, ich hätte gerne noch zwei. Aha. Uiuiui. In den Tiefen liegt. Aha. So, wir nehmen die jetzt mal so, wie die sich hier hingelegt haben. Die haben sich jetzt nämlich selber in eine Reihenfolge gebracht. Die hatte sich gedreht, die drei der Schwerter. So. Die drei der Schwerter ist ja grundsätzlich eine Karte, die sagt Liebeskummer. Etwas durchbohrt dein Herz. Also in dem Fall drei Schwerter. Und wir haben aber hier auch, und das finde ich so interessant, sie steht vor einem Grabstein. Rote Rosen blühen. Ne, und da haben wir im Endeffekt wieder das Ende einer Beziehung, ne, einer Liebe. Zumal die Liebe hier auch drin liegt, die wahre Liebe. Wir haben hier jemanden, der zurückkehrt. Das könnte dann der Hund sein, ne, wer auch immer das für dich ist, weil er an dich denkt. Du bist sehr präsent in deinen Gedanken mit dem Hirsch und dir selbst. Und er empfindet Liebe für dich. Und dieses wieder aufeinander zugehen, dieses Überbrücken oder die Heilung der Wunde. Ich habe das eben auch erzählt. Ne? Man schneidet sich und dann klafft die Haut auseinander. Die Brücke ist wie der Faden, ne? Wenn eine Wunde genäht werden muss. Dann kann sich diese Kluft wieder schließen und heilen. Und ich sage euch jetzt mal was. Hier hat einer Liebeskummer. Weil es geht ja in der irdischen Ebene mit dem Hund los. Ne? Mit dem Ende der Beziehung. Kann auch eine Transformation sein mit der Kontaktaufnahme, vielleicht hat er auch Kummer und Sorgen und mit der Brücke im Herz der Reihe.
So, hier hat einer Liebeskummer, weil hier sind definitiv starke Gefühle zu dir. Du unterscheidest, ob das wirklich die Herzensliebe ist oder eine freundschaftliche Liebe. Jemand vermisst dich hier. Das steht für mich fest. Und du fehlst jemandem. Und jemand ist hier zutiefst durchdrungen. Es kann sein, dass diese Person gerade in einem ganz krassen Heilungsprozess ist, weil die 3 der Schwerter ist grundsätzlich, so wie ich es deute, eine ganz positive Karte. Auch in der Zahlenkunde ist sie sehr positiv, weil sie steht für die Vereinigung von Herz und Verstand. Der Verstand durchdringt das Herz. Das heißt aber nicht, dass der Verstand das Herz platt macht, sondern Herz und Verstand verbinden sich. Und in der 3 liegt immer die gute Chance. Und wenn dich was in deinem tiefsten Grunde deines Herzens trifft oder berührt oder halt auch verletzt, dann kannst du etwas von Grunde auf heilen, nicht nur oberflächlich. Ein kleiner Kratzer, der tut auch weh, man macht so Autsch und dann, ja, kommt ein bisschen kaltes Wasser drauf, schlimmstenfalls ein Pflaster drüber und die Sache ist vergessen. Bei einem Herzensdurchdringen ist das nicht so. Da ist ein Fass aufgemacht oder ein Prozess, ne? Nennen wir es mal so. Ein Prozess ist eröffnet und das ist aber auch die Chance, etwas von Grunde aus auszuheilen. Nee, von Grunde auf auszuheilen. Und das geschieht hier gerade. Du hast hier jemandem gefehlt. Hier ist jemand in eine Mangelenergie gekommen. Die 5 der Münzen, die hatten wir auch kürzlich erst. Im keltischen Kreuz, ne? Da habe ich auch mit den Karten gelegt. Die 5 der Münzen, das ist ein empfundener Mangel, weil man die Fülle nicht sehen kann oder weil man das Licht nicht sehen kann. Eigentlich ist es da. Das Licht ist da. Man ist nur dem Licht abgewendet. Man hat das Gefühl, man muss alles an sich halten. Man muss hier vielleicht auch sich selbst beschützen. Man, ne, also hier hält ja eine Mutter ihr Kind oder eine Frau hält ein Kind. Da ist so eine hilflose Energie. Ja, was machen wir jetzt? Wir sind an einem Punkt, wir können uns hier nur zusammenkauern und abwarten, dass bessere Zeiten kommen. Aber das Licht ist im Rücken. Das Licht ist da und es stärkt sogar den Rücken. Wenn die Frau oder das Kind oder nur einer von beiden sich umdrehen würde, würde man die Fülle sehen. Und die 5 der Münzen ist für mich auch immer eine Energie, wo man auch sagen kann, das Glas ist halb voll anstatt halb leer. Also man empfindet hier den Mangel. Der Mangel ist eigentlich gar nicht. Es ist immerhin die Hälfte da. Und die Hälfte ist viel. Man hat, also stellt euch mal vor, das wäre wie wenn du in der Mitte deines Lebens denkst, dein Leben ist vorbei. Na, also es gibt vielleicht Menschen, die leben so, aber ey, man hat noch mal die Hälfte vor sich. Das ist eine ganze Menge Zeit, die einem da geschenkt wird. Na? Und hier empfindet jemand einen Mangel und mit der 3 der Schwerter ist es hier ganz klar Herzschmerz. Hier geht jemandem was ab. Und das ist die Kraft, die höhere Kraft, die durch Tarot wirkt, weil diese Kraft treibt diese Person hier auch an. Ich habe immer noch das Gefühl, es geht um den Hund in der unteren Reihe, weil du liegst in der Gedankenebene. Jemand denkt hier an dich, jemand vermisst dich. Du bist unglaublich präsent bei jemandem, weil du ihm fehlst mit der 5 der Münzen. Und da ist Liebeskummer. Das wollte er sich vielleicht auch nie eingestehen, na, wie sehr er dich vermisst hat. Und diese Kraft, dieses Vermissen und diese Mangelenergie schiebt ihn aber hier in die richtige Richtung und in eine neue Erdung. Die Ritter im Deck, das ist hier der Münzritter, die bringen immer Stimmungen. Und hier kommt eine, das ist wie so eine Schönwetterfront, die hier reinkommt. Das ist eine verlässliche Energie. Eine Energie, der du Vertrauen schenken darfst. Oder jemand kommt hier vertrauensvoll auf dich zu. Es ist weder eine männliche noch eine weibliche Energie. Es kann auch dich betreffen, dass du auf jemanden zugehst, dass du hier die Hand annimmst, die dir gereicht wird über die Brücke. Ne? Hier fasst sich jemand ein Herz, der nimmt Kontakt zu dir auf, obwohl ihr im Moment im Aus-die-Maus-Modus seid, Beziehung ist beendet, Kontaktabbruch war da. Und der Ritter der Münzen kann ganz einfach so eine vertrauensvolle, so einen warmen Wind bringen, ne? Wo du dann auch die Hand annimmst, die dir jemand reicht. Jemand braucht hier deine Hilfe und du reichst deine Hand oder du nimmst die Hand oder wie auch immer. Ihr reicht euch gegenseitig die Hand. Es ist eine vertrauensvolle Stimmung, die hier kommt. Es kann auch sein, ihr begegnet euch wieder und das alte Vertrauen ist sofort wieder da. Ne? Aber angeschoben ist hier dieses, also das Gute ist hier wirklich durch
die Abwesenheit des Guten angeschoben. Und das ist, bezeichnet auch wieder die Dualität, in der wir hier auf Erden sind. Licht in Licht kann sich nicht erkennen. Es braucht eben auch die Dunkelheit, um sich leuchten zu sehen. Und hier diese Energie von Kummer und Schmerz, die ist nötig, damit eben hier etwas wieder beständig werden kann. Weil nur dann merkt man, dass man es vermisst. Wenn du immer da bist, deine Liebe ist immer da, deine Kraft ist immer da oder du bist für jemanden immer da, es ist selbstverständlich. Na? Es ist selbstverständlich. Beispielsweise, wenn ich hier morgens runterkomme, ist hier grundsätzlich die Spülmaschine ausgeräumt. Also es hat schon geheinselt. Ne? Die Heinzelmännchen waren da. So, das ist für mich völlig normal. Heute Morgen kam ich hier runter, die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Die Heinzelmännchen waren nicht da. Oh mein Gott, es hat nicht geheinselt. Mon Dieu, jetzt muss ich die Küche aufräumen. So, und dann lernt man eben, jetzt kratzt der Tayo an der Tür, Moment. Man lernt eben, diese Heinzelmännchen zu schätzen, wenn sie weg sind. Na, komm her, kleiner Freund. Jetzt komm auch rein. Typisch Katze. Du musst dich entscheiden. Der kleine Rumpelwicht, wenn ihr den sehen würdet, mit seinem kleinen Rumpelwicht-Gesicht. Also der ist echt trollig. Ja, ich habe ihn sehr ins Herz geschlossen. Es ist eine Seele, die zurückgekehrt ist. Also das ist sowas von deutlich. Jetzt will er wieder raus. Es ist nicht zu fassen. Jetzt kratzt er von innen an der Tür. Ich will aber die Tür zulassen wegen dem ganzen Jubel. Da muss er jetzt durch. So, okay. Abgeschweift. Aber ihr wisst ja, ihr seid bei mir mittendrin im Leben. Ach, hier, das Geheimsel. Es hat nicht geheimselt. Die Küche war nicht aufgeräumt. Boah, und ich habe gedacht, oh nee, jetzt muss ich auch noch die Küche aufräumen. Und dann weiß man es plötzlich so zu schätzen. Und so ist das eben auch unter Menschen. Wenn ein Mensch immer für dich da ist, immer. Es wird normal. Das ist einfach so. Und wenn dann eben dieses Lichtchen mal scheinbar aus ist, ne, man sieht es nicht mehr, dann wird es verdammt kalt. Ne? Und dann verbindet sich aber vielleicht das, was voneinander getrennt war. Ne? Wenn die ganze Zeit der Verstand über dem Herzen stand, wie so ein Damoklesschwert, dann nimmt das Herz den Verstand jetzt auf. So kann man ja die drei der Schwerter auch sehen. Das Herz sagt, komm her, Verstand. Mein Herz ist so groß und meine Liebesschwingung ist so leuchtend und strahlend. Ich nehme dich in mein Herz auf. Lass uns verbinden. Auch wenn das für mich krass ist, weil wenn du mein Herz durchdringst, also ich nehme auch in Kauf, dass es mir wehtut, aber das ist das geringere Übel. Ich bin hier in einem Mangel. Es ist mir sonst zu kalt in meiner Welt. Ja, wenn der Verstand über den Dingen steht. Ne? Und dann, wenn man es hier zulässt, dass man den Verstand ins Herz aufnimmt, dann kann hier diese warme Energie angeschoben werden. Und es bewegt sich in die richtige Richtung. Und dann ist auch, wenn dann eine Wiederbegegnung stattfindet, das alte Vertrauen wieder da. Man hat sich vielleicht lange nicht gesehen. Vielleicht ein ganzes Jahr nicht oder noch länger, wie auch immer. Man begegnet sich und es ist, als ob man sich erst gestern umarmt hätte. Also das kommt mir so deutlich rein. Weiter geht's. Jetzt schauen wir mit O3333, wollte ich euch mal durchgeben. Ich weiß ja, ihr steht auf Synchronizitäten. wir schauen jetzt in den schamanischen Traum bei Colette Baron-Wright und Alberto Villoldo. Jetzt brauche ich aber hier eindeutig mehr Platz. Sonst gibt das hier nur schon mit meiner Muscherei. Aber es ist ja alles ist jetzt sehr gut schon zerpflückt. 33,55 Grad. So. Welche Energie steht denn hier in höchster Instanz drüber? Eine einzige. Ne? Die flippen immer besser. Ach, die Katzi-Raube. die Chance. Ne? Die Katzi-Raube. Ich nenne sie Katzi-Raube, weil es hört sich schöner an, die Katzenraube. Es ist die Katzi-Raube. Und in dieser Wiederbegegnung oder in diesem Moment, wo man hier auch überbrücken kann, liegt eine ganz große Chance. Und zwar für alle beide. Na? Die Raube wird vielleicht nicht zum Schmetterling, sondern zur Katze. Und was unterscheidet den Schmetterling und die Katze? Der Schmetterling ist ja ein Wesen, was sehr zart ist. Es verkörpert für mich auch eine zarte Seele. Es verkörpert für mich auch eine neue Seele. Und schon keckert hier eine Katze rum. Wer ist das denn jetzt?
die Fini ist auch da. Ah ja. Ein Schmetterling ist zart und zerbrechlich. Es ist eine neue Seele und es ist eine Seele, die den Tod überwunden hat. Ne? Also was Heiliges. Und egal wie zart so ein Schmetterling ist, ne? Mit seinem Flügelschlag, der so ganz zart ist, der geht so, sitzt auf einer Blüte und macht so einen ganz zarten Flügelschlag, kann er am anderen Ende der Welt einen Orkan auslösen. Also durch diese zarte Kraft kann was Gigantisches ausgelöst werden, weil den Wind, den er dadurch macht, wenn man überhaupt als Wind den Hauch, den er macht, ne, den Windhauch, also als Wind kann man es noch nicht mal bezeichnen, trägt sich weiter und löst am anderen Ende der Welt einen Orkan aus. Ne? Das ist so die Chaos-Theorie. Ne? Also so eine zarte Kraft ist imstande, auch ein großes Chaos anzurichten, was aber wiederum sehr reinigend sein kann. Ne? Also auch die kleinen Tiere haben große Kräfte. Es sind großartige Seelen. Die Größe eines Tieres oder seine körperliche Beschaffenheit hat nichts mit seinem großen Geist zu tun. Ne? Das möchte ich dazu sagen. So eine Katze, wenn aus der Raupe eine Katze wird, und ihr seht ja hier den durchdringenden Blick, ne? Eine Katze verkörper ich mit Hellsichtigkeit. Das ist eine Weltengängerin. Eine Katze schläft 19 Stunden am Tag oder bis zu 19 Stunden. Die ist überwiegend in anderen Sphären unterwegs, in anderen Welten. Eine Katze ist verspielt, die spielt gerne. Die hat einen Jagdinstinkt. Wenn die was will, hat die auch sehr viel Geduld oder die bringt viel Geduld auf, um es zu kriegen. Eine Katze ist clever. Eine Katze hat auch eine gesunde Leck-mich-am-Arsch-Einstellung. Die ist auch sehr stark in der Selbstliebe. Eine Katze beherrscht den schleichenden Gang, was ja in der nordischen Mythologie so kam, dass, die Katzen, es war ja so, ne, das ist immer wieder bei der Geschichte mit dem Fenriswolf, der durch die zarten Bande, die die Zwerge dann geschmiedet haben, tatsächlich gebunden wurde. Und dieses Band entstand unter anderem durch das Schleichen der Katzen oder vielmehr seitdem die Katzen ihre Kraft gegeben haben, dass diese Bande geschmiedet werden konnten, schleichen sie und gehen auf Samtpfoten durchs Leben. Ne? Das ist so eine schöne Geschichte. Aus den Wurzeln der Berge, aus den Bärten der Frauen, aus dem Schleichen der Katzen, aus der Kraft der Bären, aus dem Atem der Fische und dem Speichel der Vögel wurden diese Bande geschmiedet, die den Fenriswolf gebunden haben. Und dann wird gesagt, seit diesem Tag an haben die Frauen keine Bärte mehr und die Katzen schleichen auf Samtpfoten. Also die Katze, die hat auch dieses, also die steht plötzlich hinter dir und du weißt überhaupt nicht, wo die herkommt. Ne? Wer schon mal in seinem Leben eine Katze gesucht hat, weil sie verschwunden war, man macht sich ja dann ganz große Sorgen, die Katze ist weg. Man sucht die überall wie die Nadel im Heuhaufen, man findet sie nicht. Und plötzlich steht sie hinter dir und du weißt nicht, wo sie herkommt. Das sind Katzen. Ja? Und das ist die Chance, durch die Transformation in dem Fall in die Katzi-Energie zu kommen. Das heißt, Katzen sind ja auch Heiler. Zum Beispiel, die kleinen Katzen heilen den Ort, an dem sie leben. Wer eine Katze hat, der hat eine Heilerin im Haus und auch rund ums Haus. Ne? Die laufen durch die Ecken und schwänzeln da so her oder die streichen die um die Beine, die bereinigen ganz einfach Energien. Die legen sich ja unglaublich gern auf Dinge wie ein Handy oder ein Laptop. Die legen sich auf Störfelder. Wo Katzen sind, wird gereinigt, wird geheilt. Das heißt, die kleinen Katzen, die uns umgeben, die heilen den Ort und die Menschen, bei denen sie leben. Und die großen Katzis, wie die Löwen und die Tiger und Pumas und Panda und ne, also die großen Katzenfreunde, die heilen Mutter Erde. Das heißt, hier wird eine Heilenergie freigesetzt durch Transformationsprozess und eben auch das Intuitive. Und es geht hier um eine höhere Ebene. Und hier werden vielleicht auch Welten verbunden durch die Brücke. Hier wird überbrückt. Finde ich mega spannend. So, kleine Ausschweifung. Die Mondruhen. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Die Mondrune und der Hund. Welche Rune liegt auf dem Hund? Ich habe einen Pilz.
Ich habe einen Holzpilz gezogen, wollte ich sagen. Und zwar den großen Pilz. Er muss es hier selbst tun. Er muss sein Glück in die Hand nehmen. Das, finde ich, macht ganz großen Sinn, weil du liegst hier in seinen Gedanken. Er denkt an dich, vermisst dich, du fehlst ihm. Ohne dich ist Mangel in seinem Leben, ohne dich ist seine Welt kalt. Er kann hier in die Wärme zurückgehen, in diesen warmen Sommerwind. Aber er muss sein Glück selbst in die Hand nehmen. Das sagt der große Pilz. Es ist auch der große Pilz. Also hier gehört, es gibt zwei Pilze, es gibt auch den kleinen Pilz. Hier gehört nicht nur ein bisschen Tatkraft dazu, sondern er muss es hier wirklich anpacken. Ne? Großer Pilz auf Hund. Du, welche Rune liegt auf dir? Ich hab sie. Die Fehu. Ja, du bist halt ein Weib, ein Vollweib. Du bist innen und außen schön. Du bist ein heißes Gerät. Die Rune Fehu steht für Feuer. Du verkörperst für ihn Leidenschaft, Energie, Lebensenergie, inneren und äußeren Reichtum. Die Fehu steht für Reichtum. Du bist das reiche Weib. Ja? Ich sage bewusst Weib, für die, die mich noch nicht kennen, die Weiberkraft, die ist stark. Die Weiberkraft, wir sind Weiber, ne? Dieses wir sind Weiber, hat eine viel größere Tragweite als wir sind Mädchen, ne? Oder Frauen. Hört euch mal die Schwingung an, fühlt euch mal in die Worte rein. Mädchen. Mädchen verkörpert was Zartes, Zerbrechliches, Kleines. Eine Frau, ja, was Braves irgendwie. Ne? Die Frau an meiner Seite, ne? Die dappt halt so nebenher. Aber das Weib stärkt den Rücken. Das Weib schützt die Familie. An so einem Weib, da muss erstmal einer vorbeikommen. Das Weib setzt Energie frei. Das Weib steht ein für das, was sie liebt. So ein Weib, das ist eine Maschine. Also so eine, ich kriege gerade ein Bild rein. Ein Weib guckt dich aus lebendigen Augen an. Die kann den ganzen Tag geschafft haben, ja, die streicht sich mit einer Hand den Schweiß aus der Stirn und die nasse Haarsträhne, ja, weil sie im Schweiß ihres Angesichts, keine Ahnung, gerade die Küche aufgeräumt hat. Ich muss gerade lachen. Ja, und wer diesem Weib begegnet in dem Moment, der wird sich denken, wow, was für ein Weib. Die ist unglaublich. Also aus einem Weib strahlt auch ganz einfach die Erotik, die Sinnlichkeit. Egal, ob die klatschnass geschwitzt ist, weil sie körperlich viel geleistet hat, oder ob sie an der Seite ihres Mannes sich präsentiert. Und das hat mit dem Alter nichts zu tun. Jedes junge Mädchen kann in ihrer Weiberkraft sein und jedes Weib kann das junge Mädchen ausstrahlen. Es geht mir hier um den Begriff des Weibs. Und das, was hier liegt, ist eine Weiberenergie. Mit der Rune Fehu ist es hier ein Feuerweib. Es ist so. Die hat richtig, also die hat Dynamik, die Frau. Das ist eine Schafferin. Und das ist auch der Grund, warum sie als Hirsch drin liegt. Das ist eine Erscheinung. Ja, so sieht die Sache mal aus. Er darf es hier tun, ne? Ein Glückspilz, wenn er es schafft. So. Jetzt kommen wir noch zum Unterdeck. Untere Lenny-Karten. Der Park. Da haben wir wieder das Treffen drin liegen. Passt zum Glühwürmchen. Es wird hier irgendwann einen Moment geben, der muss aber dann auch genutzt werden, sonst verglüht er. Treffen liegt hier drin. Begegnungswahrscheinlichkeit, grüner Haken, Energie hoch. Der Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist so ein bisschen konträr. Der Sankt-Nimmerleins-Tag, jetzt kommt's. Das ist ja ein Tag, der eigentlich nie eintrifft. Den gibt es nicht. Deswegen zerfällt hier die Uhr. Jedoch, in diesem Kartendeck steht ja auch dafür, man soll niemals nie sagen. Also das ist einfach die Bezeichnung, man hat hier vielleicht an diese Verbindung oder Wiederbegegnung nicht mehr geglaubt. Man sagt niemals nie. Ne? Dann haben wir unteres Tarotdeck.
Der Aufstiegsprozess, das Gericht, die Erlösung und die wunderbare Lösung. Und das Gericht steht auch dafür, dass in dieser Beziehung, es geht hier um zwei, es geht hier um den Hund und die Dame, ne? Ein ganz großer Schatz liegt. Also hier liegt ein großer Wert drauf. Ein Glückspilz, wer es schnallt. Ne? So. Unterdeck, schamanischer Traum. Die Traumdiebin. Ha. Die Weigerung, dem Ruf zu folgen. Das heißt, der Ruf ist längst da. Aber, nee, jedoch. Jedoch ist das neue Aber. Aber ist kein gutes Wort. Ein Aber bringt immer eine negative Schwingung rein. Ich will es mir ganz abgewöhnen. Ich bin da mitten im Prozess. Jedoch, die Verweigerung ist da. Also jemand will sich hier melden, aber hier ist eine Verweigerungsenergie. Und ich möchte euch aber zu dieser letzten Karte den Text gerne mal vorlesen. Weil ich weiß, dass da noch mehr drin steht. So, das mache ich äußerst selten. Ich lese überhaupt nicht gern was vor. Ne? Jedoch, in diesem Fall habe ich das Gefühl, es ist wichtig. Die 13, das Yunanda liest, Moment. Die Traumdiebin. Ablehnung des Pfades. Moment, wir müssen das jetzt bildlich darstellen. Hier, der Hund, ne? Damit ihr den seht. Und der olle Pilz, ne? Der Glückspilz, den könnte er haben. Also wenn er es nicht schafft, ne? Dann müssen wir mal ganz klar sagen, das wäre ihr Preis gewesen. Da kann man ihm leider nicht helfen. So, also es geht los. Es geht jetzt hier um den Hund. Ne? Ablehnung des Pfades, der zur Erfüllung führt, Weigerung dem Ruf zu folgen. Die Traumdiebin ist eine sanfte, hinreißende Verführerin, deren einzige Aufgabe darin besteht, dich durch Behaglichkeit und Gleichförmigkeit in einen hypnotischen Zustand zu wiegen. Man kann schon fast sagen, er schläft. Ne? So. Sie will, dass du nicht aufhörst, die alten Geschichten zu erzählen, immer und immer wieder und nie über sie hinauswächst. Das heißt, der Hund hängt hier in den alten Geschichten, in so alten Glaubenssätzen und ach, das ist jetzt ganz allein sein Gelurch. Ne? Überleg also mal, ob und inwieweit du auf die dir so lange schon vertraute Entstehungsgeschichte der Verletzungen und Abfuhren zurückgreifst, die du erfahren hast. Ne? Also er ist hier manchmal auch in so einem Dasein als Jammerlappen, ne? Muss ich jetzt mal ganz klar sagen, der dann verweigert, weil er ja schon so viel gelitten hat. Also voll der Opfertyp. Sprichst du über deine Ursprungsfamilie und deine Prägung durch sie noch immer so, als wärst du nicht inzwischen längst zu einer ganz anderen Person geworden? Großes Fragezeichen. Von alten Wunden diktierte Lektionen halten dich vom Erleben neuer Abenteuer ab. Führ dir deshalb lieber vor Augen, wie sehr du dich mittlerweile bereits verändert hast und denk an die neuen Geschichten, die du heute erzählen und auf denen du aufbauen kannst. Möchtest du die gläserne Mauer überwinden, die du zwischen dir und dem Horizont errichtet hast? Erinnert ihr euch daran? Ich habe am Anfang gesagt, wir sind unbegrenzt, die Energie ist unbegrenzt. Ne? Das ist die Unbegrenztheit. Das geht und ist gar nicht mal so schwer. Folge dafür einfach dem Ruf eines neuen Abenteuers und weigere dich nicht länger, das unkartierte Meer deines gesamten Potenzials zu erkunden. Also das, was es hier zu entdecken gibt, das findest du auf keiner Karte. Ne? Das ist damit gemeint. Also hier wird manchmal mit so hochtrabenden Worten um sich geschmissen. Ich muss dann immer auf Yunandisch reinquaken. Der Wind wird die Traumdiebin in den Schlaf singen, sodass du aufwachen und dich vorwärts bewegen kannst. Aha, den Satz habe ich gesucht und habe ich drauf gewartet, weil hier gibt es Kräfte, die unterstützen. Du bist so viel mehr, als dir bewusst ist. Jetzt ist es an der Zeit, alles aus dir herauszuholen. Dein neues Abenteuer hat schon begonnen. Und das ist hier einfach so das Zipfelchen, was den Hund zurückhält. Der hängt in alten Wunden fest. Und ich glaube, auch durch die 5 der Münzen, das ist der Mangel, das Alte, was ihn zurückhält, das darf jetzt erstmal so richtig reinhauen. Ja? Buff, buff, buff. 3 Schwerter bohren sich ins Herz. Und das liebende große Herz, das habe ich eben gesagt, öffnet sich und sagt, komm doch her, ich nehme dich in mir auf, du Verstand, du.
Und meine Liebe ist stark genug, um auch dich in die Heilung zu bringen. Ne? Also es ist hier, also das unterstreicht nochmal, es liegt hier wirklich an ihm. Ne? Das Glück liegt in seiner Hand oder man könnte vielleicht auch sagen in seiner Pfote. Und er hat hier die große Chance zu lösen. Ne? Ein Glückspilz, wenn er es schafft. Das wäre sein Preis gewesen, wenn er es nicht schafft. Also du bist hier wahnsinnig präsent für diesen Menschen. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, es ist sein Part. Also für dich gibt es nichts zu tun. Und wenn es nichts zu tun gibt, dann tu halt auch nichts. Ne? Lehn dich zurück und genieß dein Leben. Ja, so einfach ist das. Das war das Junanderchen, 3 Tage, 3 Nächte. Eine sehr schöne Energie. Ich hoffe, ich konnte viele von euch mit diesem Schiffchen hier beglücken, zum Nachdenken anregen oder den ein oder anderen Aha-Effekt hochholen. Ne? Ihr wisst schon. Ja, und ansonsten schneide ich wieder rein, wenn ich reinschneide. Ich habe leider diese Woche kein weiteres Lernvideo geschafft. Ihr seht immer den Background nicht. Ne? Also ich weiß auch, dass das keiner erwartet. Ihr erwartet keine Lernvideos von mir. Ihr seht immer den Background nicht. Den könnt ihr auch gar nicht sehen, was dranhängt. Ne? Also an dem Rest meines Lebens oder eben auch an so einem Video. An so einem Video hängt mehr dran, als man sich vorstellen kann. Es nimmt mehr Zeit in Anspruch als die Zeit, die ihr jetzt hier seht. Es bedarf der Vorbereitung, es bedarf der Nachbereitung. Dann sitze ich da und überlege mir Texte, Titel, wie auch immer. Und all das, mein ganzes Leben, hat halt auch eine riesen Bürokratie inzwischen. Also, boah, das ist so, das Weltliche, 3D, will auch geregelt werden, ja, im dienstlichen Sinne. Ne? Also allein die ganze Buchhaltung, die hier dran hängt, ist unfassbar. Es kann sich keiner vorstellen. Ich will hier auch gar nicht jammern, ich will es einfach nur nochmal gesagt haben, dass ihr wisst, wenn dann mal kein Lernvideo kommt oder es ist mal ein Video weniger, dann habe ich es einfach nicht geschafft. Die Videozeit ist die schönste. Die macht Spaß und ist bunt, aber da hängt viel dran, so ein ganzer Rattenschwanz an ja, Dingen, die es nach sich zieht. Ne? So viel dazu. Aber ich habe eigentlich vor, zwischendurch mal reinzuschneiden. Ne? Ich bin dann halt einfach da, wenn ich da bin. Wisst ihr Bescheid. Macht euch eine allerbeste Zeit. Ich freue mich, wenn ihr mir liebe Kommentare, Likes oder natürlich ein Abo dalasst, meinen YouTube-Kanal unterstützt, die Videos teilt, weiterempfehlt, wie auch immer. Und ja, wenn unsere Community wächst, macht mir eine große, große Freude. In diesem Sinne, den Kuss, bye bye, ciao, ciao, euer Junanda TV.